Ein politisches Donnerwetter fegte heute über die Böhlerstadt. Bürgermeisterin, Vizebürgermeister und zwei Stadträte kündigen ihren Rücktritt an. Der Grund dafür sind unterschiedliche Zugänge zu den Fusionsverhandlungen mit der Stadt Bruck und den Umlandgemeinden. Diese haben in den letzten Wochen Gräben innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion freigelegt, die wohl so einfach nicht zu kitten sind. Während das bisherige Verhandlungsteam mit Bürgermeisterin Schwarz und Vizebürgermeister Weißenbacher von Beginn weg auf die Einbeziehung der Umlandgemeinden setzte, bildete sich innerhalb der Partei eine zweite Gruppe, die in erster Linie eine Fusion mit Bruck anstrebt und sich erst später um weitere Partnergemeinden kümmern will. Es gibt Stimmen in dieser Partei oder in unserer Partei, in unserer Fraktion, die die Aussetzung der Gespräche mit den Umlandgemeinden wollen. Das heißt, wir sollen eigentlich keine Gespräche außer mit der Stadt Bruck an der Mur führen, nicht mit den anderen. Und das ist etwas, was von unserer, von meiner Vision so dermaßen abweicht, dass ich mich nicht mehr in der Lage sehe, diese Linie der Partei auch zu vertreten. Und daher kann man nur die Konsequenzen ziehen. Und daher kann ich diese Vorgaben, die mir gemacht wurden, die uns gemacht wurden, was wir in den Verhandlungen erreichen sollen, die können wir nicht durchsetzen. Und daher ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch zu meinem Wort stehe und wenn ich das nicht durchsetzen kann, auch die persönlichen Konsequenzen ziehe. Und ich werde bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Dezember mein Amt als Vizebürgermeister zurücklegen. Da nun vor wenigen Tagen mit Manfred Wegscheider als neuer Parteivorsitzender ein politisches Schwergewicht die Bühne betrat, der für den Staat ebenfalls eine kleine Lösung anstrebt, blieb dem bisherigen Verhandlungsteam eigentlich nur der Rückzug. Gernot Leskovar, Finanzstadtrat, bei der Pressekonferenz nicht anwesend, beendet mit März 2013 aus privaten Gründen seine Tätigkeit und Monika Butzgruber, Sozialstadträtin, tritt als Loyalität zur Bürgermeisterin ebenfalls zurück. Hannes Weißenbacher, auch Sie haben sich neben der Frau Bürgermeisterin zu dem Rücktritt entschieden. Was waren für Sie die Gründe dafür? Ja, für mich war die große Vision einer gemeinsamen Region in der Obersteiermark ausschlaggebend für meine politische Tätigkeit, für mein Engagement in der Politik. Und leider muss ich erkennen, dass es Kräfte gibt in Kapfenberg, die das so nicht wollen. Und ich bin aber den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der kleinen Umlandgemeinden und der Stadt Bruck an der Mur im Wort, dass wir ihnen auf Augenhöhe und ehrlich gegenübertreten. Und nachdem ich das nicht erfüllen kann, ist es die logische Konsequenz, dass ich meinen Rücktritt mit der Gemeinderatssitzung einreiche. Frau Bürgermeisterin, Sie haben soeben Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Was waren die Gründe dafür? Ja, eigentlich wollte ich mit März 2013 mein Amt an den von mir aufgebauten Nachfolger, an den jetzigen Vizebürgermeister Hannes Weißenbacher, übergeben. Die Diskussionen und die Medienberichterstattung der letzten Tage und der letzten Wochen machen mir das unmöglich und ich denke, es ist im Interesse der Fraktion der SPÖ und der Stadtpartei in Kapfenberg, dass ich jetzt diesen Schritt sehr rasch setze. Der Grund dafür sind nicht irgendwelche ideologische Diskussionen, die wir in den letzten Wochen oder Monaten geführt hätten, sondern es gibt eine Richtungsänderung, was die Gespräche in der Fusion zwischen Bruck-Kapfenberg, vor allem aber auch mit den Umlandgemeinden betrifft. Hier fühle ich mich meinen Umlandkolleginnen und Kollegen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Wort, gemeinsam an der größtmöglichen Lösung zu arbeiten. So wie es ausschaut, ist die SPÖ Kapfenberg zumindest zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht bereit. Das heißt, ich kann dieses Versprechen nicht halten und vor allem möchte ich das aus der Position nicht von oben herab machen, sondern auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen reden. Das scheint unmöglich. Man hat Forderungen gestellt, wie ich mich oder wie wir uns in den Verhandlungen oder was wir erreichen sollen. Das sehe ich mich nicht dazu imstande, das zu erreichen und durchzusetzen. Und daher muss das jemand machen, der das besser kann als ich.